Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute etwas super cooles für Topmodel-Fans und zwar das Magic Scratchbook. Das ist ein Buch, eigentlich wie ein Malbuch, aber da sieht alles erstmal schwarz aus und das kann man mit diesem kleinen Stift, der dabei ist, freikratzen und dann wird's richtig bunt. Es gibt einmal so die Seiten wie diese hier oder diese, die man dann frei kratzen kann und dann sind am Ende hier noch Seiten, die sind komplett schwarz und da sind hier so kleine Anleitungen, was man da so machen kann, wenn man möchte. Ein Flamingo zum Beispiel oder hier ein Einhorn und ich werde jetzt einfach mal versuchen, dieses lustige Lama frei zu kratzen. Erster Schritt, so eine Wolke hier. Oh, da muss man ganz schön kräftig kratzen. Und die Wolke hat hier noch so eine Lücke. Dann an beiden Seiten so ein Halbkreis fast schon. Und dann sieht auf jeden Fall richtig schön bunt aus. Das war jetzt hier Bild 1, was ich versucht habe nachzumachen. Jetzt kommen die Ohren. Eine Blume. So cool, dass immer auf einmal noch verschiedene bunte Farben da rauskommen. Das kann man natürlich auch gar nicht beeinflussen. Ach ja, das zweite Ohr noch. Augen. Ist auch ein ganz komisches Gefühl, weil das ist richtig so, man kratzt richtig was weg. Achso, jetzt habe ich die Blume eben schon so ein bisschen ausgemalt. Man sollte eigentlich die Blume ausmalen und in der Mitte das Ganze lassen. Aber ich kann ja auch ein bisschen kreativ werden und einfach die Blume hier noch so ein bisschen außenrum freikratzen. So, ach ja, die Nase fehlt hier noch. Ich finde, man kann schon erkennen, dass es ein Lama ist. Und jetzt rundherum alles freikratzen. Ich hoffe, ihr könnt auch erkennen, dass es ein Lama sein soll. Ich glaube, ich muss mal gleich kräftig diese ganzen kleinen Stückchen hier wegpusten. Oder vielleicht mal so ein bisschen zur Seite schubsen. Ach so, die Ohren von innen jetzt noch. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß und es macht auch gute Laune, weil man immer diese bunten verschiedenen Farben da freikratzt. Und ich glaube, jetzt ist mein Lama fertig. Es sieht doch cool aus. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Aber mir reicht das noch nicht. Ich will noch mehr. Oh, vielleicht so ein Bonbonglas hier. Oder diese coole Ananas. Oh, auch schön, so eine Schrift. Die Meerjungfrau. Oh, oder dieses Zebra. Oder ein Topmodel. Da kann man natürlich jetzt ein Muster ins Oberteil reinkratzen. Hier nochmal einen Spruch. Ach so, und hier geht's schon los mit diesen Vorlagen, die dann, man dann hier reinkratzen soll. Ich entscheide mich fürs Einhorn. Und vielleicht habt ihr hier gesehen, da sind auch immer zwischendrin weiße Seiten. Da kann man natürlich dann auch noch ein paar kleine Bildchen hinmalen, vielleicht ein paar kleine Inspirationen. Also da haben wir auch nochmal viel Platz. Aber jetzt geht's weiter mit dem Einhorn, das hier unterm Regenbogen ist. Ich hoffe mal, dass das hier auch Regenbogenfarben ist. Oh, ich darf nicht zu viel freikratzen. Die weißen Linien kratzt man auch mit weg. Wenn man da nicht ganz vorsichtig ist, dann verschwinden die weißen Linien. Also wirklich nur zwischen den weißen Linien herkratzen. Ist ja ein komischer Regenbogen. Jeder Streifen ist wieder grün und blau. Guck,
gucke ich mal hier hinten. Ah, hier ist es orange und gelb in der Mitte. Ich bin mal gespannt, wie es hier bei dem Einhorn aussieht, bei der Mähne. Ah, die ist so rosa-orange. Hier wird es schon ein bisschen pinker. Pink und rosa. Und ich glaube, mein Einhorn hat hier hinten ein Herzchen. Das sieht ja cool aus. Das bekommt gleich noch ein paar mehr Herzen. So sieht mein Bild jetzt aus. Ich habe hier noch Gesichter drauf gemalt, den Regenbogen schön freigekratzt, ein paar coole Herzchen. Macht auf jeden Fall super viel Spaß und ist nicht nur für Topmodel-Fans geeignet. Ich finde es super klasse. Ich gebe einen Daumen nach oben für dieses Buch. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr auch Lust, was freizukratzen? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, vielleicht auch, welche Seite findet ihr am schönsten? Welche hättet ihr freigekratzt? Gerne alles reinschreiben. Sonst schaut natürlich unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!